Und hiermit mal wieder guten Morgen, Freunde. Willkommen zu einem neuen Vlog auf diesem Kanal. Heute ist ein weiterer Tag in Georgien. Ich glaube, es ist Tag 7 mittlerweile oder so. Ich habe keine Ahnung mehr. Heute nehme ich euch mal mit. Wir sind gerade in so einem kleinen Ort, so Kutaisi, da ein bisschen außerhalb. Und heute werden wir auf jeden Fall richtig coole Dinge machen. Wir werden viele verlassene Orte ansehen. Wir werden nach Batumi fahren. Und richtig geile Sachen. Batumi liegt am Meer und verlassene Orte. Hier ist sogar Stalins altes Sommerhaus in der Nähe. Und das werden wir uns wahrscheinlich reinziehen. Das wird auf jeden Fall richtig geil. Und mal wieder ist die Aussicht richtig geil hier vom Hotel. Wir sind so minimal auf dem Berg wieder. Berge mit noch ein bisschen Eisspitze sehen. Also Schnee auf der Spitze. Und unser Hotel ist auf jeden Fall auch richtig nice. Hier ist eigentlich ein Pool. Der ist gerade leer, weil ein bisschen Wintersaison schon ist. So 15 Grad nachts. Hier seht ihr das auch nochmal. Zack. Hier auch mit einem schönen Buffet, was dann bald da sein wird. Dann werden wir auf jeden Fall erstmal frühstücken. Und jetzt haben wir es auch erst um 8 Uhr, also noch massig Zeit heute. Hier auch nochmal aus dem Gartenhaus, richtig schön. Es hat irgendwie so einen spanischen Stil, keine Ahnung warum, aber finde ich irgendwie. So, Push-Ups sollen natürlich wieder gemacht werden. So, fertig mit, keine Ahnung, 20 Liegestütze, ist eigentlich immer ganz gut morgens, kurz, um ein bisschen frisch zu werden. So, und da seht ihr auch, was ich mir gerade geholt habe. Hier zwei kleine Spiegelei und zu dieser View hier. Und jetzt hole ich mir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr. So, dann wurden wir von zwei Securities reingelassen, zum Areal, wo Stalins Sommerhaus ist. Und auch alle seine Wächter, deshalb sind hier auch noch viele andere Häuser. Es haben viele Leute um ihn gewohnt. Und deshalb laufen wir jetzt einfach nur noch ein bisschen rum und gucken uns die Gegend an. Und jetzt kommen wir zu Stalins Sommerhaus und seiner Umgebung. Zelt, glaube ich. So, und jetzt sind wir hier auch noch gerade in so einem Haus, also quasi Brauerei und Museum. Und warten dann noch, bis die anderen drüben Samples gemacht haben von ein paar Trauben und ein paar Weinen und keine Ahnung, wie die gern. Und auch noch von diesen ganzen Bieren hier, die alle irgendwie, keine Ahnung, selbst gebraut sind. Und danach gucken wir uns vielleicht noch ein Haus an oder wir fahren direkt nach Batumi und das machen wir jetzt. Hey, Sisari, ich höre Bobbitt, oder? One more time. Yes, sir. Fischlandia ankommen, was bei Batumi liegt, und suchen uns erst Fisch aus, den wir dann im Restaurant für uns kochen lassen. Jetzt vor 100 Paar haben sie es gekauft und wir haben sie gebracht und haben auf unser Tisch gewartet. Ich mag leider keinen Fisch, deshalb habe ich einfach eine Pizza bestellt. So, jetzt sind wir fertig mit dem Essen, gerade hier Flossen gewaschen und so. Das heißt, wir fahren jetzt gleich zu unserem Hotel, was wir gleich buchen werden. Pizza war auf jeden Fall echt geil, ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt, aber. So, dann sind wir im Hotel angekommen, aber gingen danach sofort wieder raus. Am Strand lag ich also und genießte einfach nur die Sonne. So, und jetzt stehen wir auch gerade am Strand. Wir waren hier gerade baden, sind immer noch ein bisschen nass, aber getrocknet. Weil es richtig geil warm. Wir haben es irgendwie, keine Ahnung, 25 Grad oder so. Wasser ist auch mindestens 20 Grad. Und es ist echt chillig. Und wir haben gerade am Hotel angecheckt, habe ich gar nicht so viel gefilmt. Und jetzt laufen wir vielleicht gleich wieder zurück zum Hotel, gehen noch einkaufen und noch ein bisschen in die Stadt. Ein bisschen angucken, ist auf jeden Fall wirklich eine geile Stadt mit richtig schönen Palmen und richtig schönen Gebäuden, ist richtig geil. Ja. So, und jetzt nach dem Schwimmen ging es für uns auch hoch in den Alphabet Tower. Davon gibt es einen richtig geilen Blick über die ganze Stadt.
geil ist, wir hier sind. Wir sind hier auf so einem Turm, auf so einer Kuppel. Die habt ihr auch gerade eben von außen gesehen. Mit richtig geilem Blick auf die ganze Stadt und so. Sehr geil. Aber nach diesem gewissen Meerblick ging es dann auch wieder runter. Und ja, der Spar wurde natürlich auch wieder ein bisschen ausgecheckt und ein paar Snacks gekauft für heute Abend als Abendbrot. So Leute, jetzt sind wir auch wieder zurück im Hotel. Ja, wir waren gerade ein paar Stunden hier in Batumi unterwegs, am Strand, wie gesagt, baden. Wir waren in diesem Tower da. Und hier ist mein Zimmer. Ich bin hier mit meinem Vater. Das Hotel ist auf jeden Fall auch wirklich nice. Oder kein Hotel, ist eher ein Apartment. Hier haben wir ein dickes Zimmer. Dann haben wir hier noch so ein bisschen, keine Ahnung, Bereich und Sofa. Kommen wir hier zum Eingang. Hier ist der Eingangsbereich. Auch eine dicke Tür, das ist einfach so, basically einfach ein Haus so für uns. Dann noch hier, Patty Palmers noch. Hier ist das Bad. Bisschen düster, aber ist okay, kann man machen. Dusche, ja, keine Ahnung. Halt Basic-Ausstattung. Und dann haben wir auch noch eine kleine Küche hier. Zack, alles, was man braucht. So Leute, jetzt haben wir es auch um 21.04 Uhr. Und ich habe jetzt auf jeden Fall ein bisschen Hunger bekommen, deshalb mache ich mal was zu essen. Ich weiß nicht ganz, wir haben Brot, wir haben ein bisschen Joghurt noch, wir haben kaum Bananen, wir haben Riegel, also alle möglichen Krams. Mal gucken, was ich jetzt esse. Also weil die Nudeln nicht, ich weiß auch nicht, sind okay, aber fühle ich jetzt nicht so krass. Werde ich mir vielleicht trotzdem machen und im Kühlschrank haben wir eigentlich auch fast gar nichts. Wir haben hier zwei Joghurt, ein bisschen Wurst. Eigentlich ist es voll leer so. So, ich habe mich dazu entschieden, ich mache erstmal hier gleich die Nudeln. Zwischenzeitlich esse ich den Joghurt, so, weil ich habe schon ein bisschen Hunger. Guck mal, wie geil der ist, der hat hier so einen heftigen Druckdings und der piepst auch richtig krass. So viel Barbara-mäßig, die werden hoffentlich lecker. So, jetzt habe ich mir die Nudeln aufgegossen. Von diesem echt geilen Wasserkocher. Ja, aber das ist lecker. Hier war das Fleisch drin. Und hier ein bisschen Gemüse. Perfekt, jetzt habe ich meine Nudeln. Ich hoffe, die sind lecker. Sehen auf jeden Fall eigentlich ganz okay aus. So sind halt ganz normale. Nach dem Essen sind wir einfach nochmal rausgegangen, um Batumi bei Nacht zu genießen, alles zu sehen und einfach die Motivation mitzunehmen, die diese Stadt einfach in sich hat und mitbringt. So, und jetzt nochmal zum Ende des Tages hier in Batumi. Manchmal einfach ein paar Klimmzüge. Einfach nochmal mit dem Und das ist halt auch schon krass, wir sind hier gerade nachts unterwegs und man sieht einfach diese Casinos, was für riesen Gebäude das sind, was die eigentlich hier zustande machen. Man muss sich mal vorstellen, dass die damit so viel Geld verdienen, dass sie so riesen Teile machen, hier Riesenrad im Gebäude, so alles nur Luxusautos, die, keine Ahnung, hier stehen bestimmt 100 Millionen wert an Autos. So. Und dass das ein Casino an Geld einbringen kann, ist schon richtig krass, wie viele Leute hier zocken müssen, eigentlich unglaublich. So nach einer Weile nachts über Batumi rumlaufen, die Stadt sehen und einfach genießen und richtig viele Supersportwagen gucken, sind wir jetzt auch wieder im Apartment angekommen. So Leute, jetzt haben wir es dann auch um ungefähr 0.30 Uhr hier in Batumi. War auf jeden Fall echt ein sehr nicer Tag. Wir haben viel gemacht, waren viel draußen, haben erkundet so. Ich habe jetzt auch ein bisschen gearbeitet, nicht viel heute, aber auf jeden Fall ganz nice. Jetzt werde ich wahrscheinlich noch einen TikTok-Vlog bearbeiten müssen. Aber ja, ist ziemlich spät dafür, aber mache ich jetzt noch, da nehme ich euch aber nicht mehr mit. Und ja, wenn euch der Vlog gefallen hat, lasst ein Like da und ein Abo und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!